willkommen zum neuen Farmvlog. So, Düngerstreuer ist dran. Eingestellt habe ich den schon, habe ich auch gefilmt. Zeige ich euch jetzt. Du machst gleich meinen Kameramann. Genau, so. Streuen möchte ich auf 24 Meter und etwa 60 Kilogramm. Also muss ich hier, ich hätte jetzt gesagt, 26 nehmen und Achsel 1,5. Hier habe ich Achsel 1, 2 und 1,5. Und drauf sitzt sie auf der 1. Also muss ich die gleich nochmal eben hochsetzen. Und den Schieber, auch der ist sogar schon. Oh, den kann ich da so lassen. Das müsste ungefähr passen mit 60 Kilogramm. So, hier. Quasi treibt das Rad während der Fahrt nachher das Rad an. Das läuft dann hier auf dem Reifen. Und hier drin ist, glaube ich, eine Kette oder so. Die läuft dann, treibt die Gelenkwelle an. Und über das Getriebe wird die Geschwindigkeit von dem Laufband hier bestimmt. Mach doch Licht an. Ja. Und dadurch kann ich quasi fahren, so schnell wie ich möchte. Oder ist das egal, ob ich jetzt 8 oder 10 km/h fahre. Das passt immer mit der Ausbringmenge. Und durch den Schieber nachher kann man das nochmal ein bisschen hoch und runter stellen. Ja. Eigentlich ganz einfach einzustellen. Auf Grenzstreuen steht da sogar schon. Quasi den Hebel, den dreht die Scheibe hier ein bisschen langsamer und schmeißt nicht ganz so weit. Am Graben und um zu ist das immer ganz hilfreich. Das passt auch schon. Ja. Dann ist er jetzt eingestellt, dann können wir losfahren. Ja, auf Fläche angekommen, vom Güllefahren sieht man eigentlich nur noch da, wo die Schlitze lief. Gülle und so sieht man hier gar nicht mehr. Ich glaube, er hat es noch nicht mehr geregnet. Hier zu sehen wieder Lohner Unternehmen von Glan weltweit am Grashex hin. So, hier geht das jetzt aber weiter mit einstellen, quasi 1000er Welle habe ich hier oben da mit dem Kabel sieht man das. Dann gehen wir mit Gas hoch. Ganz wichtig, dass hinterm Trecker immer die Fahrradfahrer sind. Und jetzt habe ich hier schon gesagt, ich möchte eine neue Fläche anlegen, habe 2 AB-Linien nachher. Starte mit der Auf, also mit dem Aufbringen und ja, setze hier Punkt A. Dann fangen wir los. Den Gang, kleine Laschheitsstufe. Und los geht's. Also das Ding gefällt mir bis jetzt auch deutlich besser als das Ding. Streuen sieht man jetzt nicht viel, weil das auch so eine geringe Aufspringmenge ist, aber geht schon alles. Ich glaube, die haben wohl einen Wagen zu wenig. Ja. So, jetzt sage ich ihm,
schon hier am Ende angekommen. Hier ist Punkt B. Da habe ich Nummer 1 fertig. Und dann machen wir hier gleich die zweite Linie. Aber ich fahre erstmal außenrum, die ziehe ich dann hier am Graben entlang. Ist mir lieber. Ja, Attacke. Ah, ganz vergessen eben zu zeigen, den muss ich hier einmal noch Druck geben. Das, warte mal eben, aus der Kurve raus. Dass man das Rad, was jetzt da, ja, kann man ganz schlecht sehen durch die zweite Plexiglasscheibe, dass das quasi mit läuft am Rad, das hatte ich ja vorhin gezeigt. Ja, mit dem kann ich quasi immer nur eine AB-Linie anzeichnen und hier habe ich jetzt sogar zwei gemacht auf dieser Fläche. So, Sack gewechselt. Und dann kann ich nämlich gleich hier um Kurve da die Linie machen. Das gefällt mir echt gut. Diesen Teil der Fläche habe ich jetzt schon fertig. Jetzt ist gleich der dran und ich habe noch 0,66 Hektar nach von 4,242 Hektar. So. Schöne Sache, gefällt mir echt gut damit. Ich glaube, das sind jetzt auch noch zwei Bahnen hier. Dann war es das. Ja. Der zeichnet mir hier auch schön an. Jetzt muss ich weiter nach links. Jetzt passt das wieder. Bin ich zu weit. Ich muss zwar noch selber lenken, aber das ist gut. Das ist eine feine Sache, das Teil. Ja, Fläche fertig. Jetzt könnte ich rein theoretisch noch beigehen. Warte mal eben. Zurück. Navigation beenden. Speicher. Mir die Fläche abspeichern. Aber das möchte ich noch nicht machen. Dafür gedenke ich eher mal eben, dass ich mir einen Tag Zeit nehme und dann mit dem Trecker mal rumfahre. Und dann auch wirklich an den Kanten überall lang fahre. Weil jetzt mit dem Düngerstreuer hinten dran ne, auf 24 Meter Arbeitsbreite, wenn ich in Kurve fahre, dann sieht das alles so scheiße aus. Das passt auch noch nicht ganz so mit der Hektarzahl. So grob kommt das ja alles hin, aber das würde ich nochmal schön machen. Dann kann ich mir das alles nochmal vernünftig abspeichern und dann sieht das schick aus. Einmal abspeichern, AB-Linien anlegen und dann kann ich beim nächsten Mal immer schön rüberfahren. Brauche ich nicht mehr viel einstellen, dann brauche ich nur noch abrufen. So ist zumindest mein Plan. Nächste Fläche angekommen. Jetzt natürlich erstmal wieder umstellen. Von auf dem Acker streuen, auf Grenz streuen. Zack. Einen Satz drehen, dass der richtig einrastet. Und dann geht's weiter. Das kann ich jetzt nochmal zeigen. Grenzstreueinrichtung quasi. Dann läuft die nur mit halber Geschwindigkeit, diese Scheibe. Und dann streut das halt nicht ganz so weit und ansonsten streut er halt von Spur zu Spur. Und halt hier hinten kommt nicht mehr ganz so viel an. Aber das ist natürlich schön, dann ist das nicht ganz so wichtig, dass man richtig an Spur 24 Meter Abstand hat, sondern ein bisschen Überlappung ist ja da. Und aber auch man streut ja trotzdem die richtige Menge, wenn man jede Bahn genauso viel überlappt. Bloß, du hast halt keine Fehlstellen. So. Und dann gibt es hier halt nochmal für die Arbeitsbreiten die Subwellengeschwindigkeiten, die man fahren muss. Und halt die Einstellungen für die Winkel von den Löffeln hier. Wenn ich das richtig weiß. Ja, müsste so sein. Was anderes kann man hier auch nicht einstellen. Ja. Da haben sie den zweimal drauf gemacht.
Ja, was ich hier noch vielleicht vergessen habe zu sagen, diese grauen Felder bei Axel 1 und 2 zum Beispiel jetzt, da kann der nicht streuen, diese Mengen, weil die Menge einfach zu gering ist. Da kriegst du den Schieber nicht so schön eingestellt oder auch die Geschwindigkeit vom Förderband. Ja. Weiter geht's. Jetzt wollte ich euch noch einmal das Land zeigen, wie das jetzt aussieht nach Mähen. Woche später. Und das kommt schon wieder richtig in den Gang. Trotz dessen, dass wir seit 5 Wochen keinen Regen mehr hatten. Und so sieht das jetzt hier mit der Gülle aus. Quasi. Bisschen was kann man da vielleicht sehen. Hier. Aber sonst ist hier nichts zu sehen. Also nicht viel. Und alles auch schön versteckt, quasi so, dass wir das im nächsten Schnitt nicht mit ins Futter reinkriegen. Das ist ja immer das Wichtigste dabei, dass du die Gülle oder dass man die Gülle nicht mit ins Futter kriegt, weil das ist ja alles Dreck und Schmutz und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hohe Qualität. Joa. Ich kann ja nochmal 2 Stock ranhalten. Also mähen tue ich mit auf 7 bis 8 cm und hier teilweise ja schon wieder bei 20, 21. Das hat schon wieder Aufwuchs geschafft. Mal sehen, wir können Regen gebrauchen auf jeden Fall. Aber jetzt sind die anderen Landwirte am Mähen, lass die auch noch mal mähen, damit die schön trocken ihr Futter reinkriegen und danach kann noch mal ordentlich Regen kommen. Ich glaube, Donnerstag ist sogar ein bisschen was gemeldet, aber auch nicht die Menge. Ich finde das ja unglaublich. Ich habe mit 24 Meter Arbeitsbreite jetzt eine Runde umzugemacht. Das sind 2,27 Hektar von 5. Mal sehen, was sagt er denn hier? 5,38. Da habe ich jetzt noch 3,11 Hektar nach. Joa. Wie man sieht, Rollo ist hinter, Düngerstreuen hatte ich fertig, gemacht gestern noch mal eben. Hat alles ganz gut geklappt, auch mit dem GPS-System. Also bin ich echt überzeugt von. Ja. Jetzt will ich noch einmal eben Spurendicht walzen. Hier im Moor. Und zwar zum Beispiel genau hier. Hexewagen, Güllefass. Ja, alle gute Arbeit geleistet. Jetzt wollte ich da einmal noch mal eben rüberhalten, dass das ein bisschen schicker wieder ist. Oh, es fängt an zu riechen. Es war noch nicht die Masse, aber dafür, dass nichts gemeldet ist, immer her damit. Immer her damit. Das kann sich richtig. Oh, schön. Das tut gut. Das können wir gebrauchen. Seit 5 Wochen der erste Regen. Schöne Sache. Ja, das macht einen Bauern glücklich. Wenn es ein bisschen weicher wird, dann gibt man mal ein bisschen mehr Gas. Fährt man ein bisschen schneller durch, dann fliegt man da eher über den Weg. Fährt man sich auch nicht ganz so schnell fest. Weil hier sieht man jetzt noch so ein bisschen die Streifen vom Güllefahren. Aber ja. Bin mal gespannt, wie sich das denn hier nächsten Schnitt im Moor fahren lässt. Weil wir ja quasi mit den Schlitzen die Grasnarbe immer überall einmal durchgetrennt haben. Erfahrungen sammeln. Ja. Ja, Walzen fertig. Nächste Operation. Ich habe hier am Kotflügel öfters mal irgendwie einen Wackelkontakt. Jetzt wollen wir den Reifen abnehmen, dass wir da ans Kabel rankommen. Die Scheuerstelle haben wir, glaube ich, schon gefunden, wo das herkommt. Ja, Reifen vorweg.
aufbocken, die ganze Kiste. Und dann flicken. Flicken oder gucken, was da denn gemacht werden muss. Aber das kann ein Akt werden, den Reifen hier wegzukriegen. So leicht ist das nämlich nicht, weil die verdammt groß sind. Was haben wir hier denn? 650, 75, R 38. Also Riesendinger. Ja. Gut, los geht's. Mal gucken, ob ich das mal hier mit einer Hand hinkriege. Hä, Nuss passt nicht. Dann muss ich wohl eine 32er holen. Ich hoffe, die gibt's hier, den Schlagschrauber. 30, zu klein. Dann laufe ich nochmal. So, jetzt passt's aber. Geht doch. Ist zwar laut, aber geht. Okay, der will nicht. Ich glaube, ich hole das Kreuz noch mal her. Mit dem Rohr. Dass wir damit ein paar loskriegen können. Ja, lass uns. Letzte Mutter ist auch noch drauf. Letzte Mutter ist ja, ich weiß aber. Er kommt hier noch höher, ne? Ja. Dass er nicht köpfen kann. Jo. Pass auf, nicht, dass er zu schnell kommt, ne? Ja. Was das? Gut. Mit dem Timer schon. Ja, war der noch weg? Was ist? Noch ein klein. Hab ich. Ja, ich bin noch drauf. Ha? Genau so. Perfekt. Weiter. So.
setzen wir den dann auf den Bock nochmal hin ab. Check, check. So. Hier noch ein bisschen Erde. Genau. So. Jetzt ist wieder Duster. Jetzt habe ich auch keine Taschenlampe mehr. Warte, ich komm. Im Moped. Gucken, ob das reicht. Jo. So, und hier, das muss jetzt alles ab. Quasi. Dieser ist das. Der geht hier in diesen Kabelkanal und hier scheuert er irgendwo. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, was hat der denn? Also da ist ein Stecker, glaube ich. Ja, wollen wir das uns hier erstmal alles abbauen? Ja, denn 13er Nuss. Ne? Warte, was ist das? Oh, da müssen wir von der anderen Seite auch noch einiges abschrauben, glaube ich. Eieieiei. Das wird ja noch richtig kriminell hier. Das ist da verschweißt. Dreizehner und Zehner brauchen wir auf jeden Fall. Hier auf der anderen Seite der Kugelhalter, der ist ja auch noch mit vor. Der hier. Ja, der muss halt auch noch mit ab. Ja, der muss auch noch mit ab. Zehner. Ja, dann holen wir das erstmal her. Ja. Und bauen das erstmal ab. Gut. Warte. Ich mach mich mal auch nichts. Okay, da sind Nasen dran. Ja. Deswegen, du meinst wegen dieser Steckern. Ja. Dass das nicht wieder der Fall ist. Nicht, dass wir die wieder zusammenkriegen, aber nee. Deutz war schlau. So, jetzt nehmen wir unsere WD-60 und dann machen wir das, was wir am liebsten machen. Wir spritzen es komplett voll. So, ich bin gerade mit der Jägers unterwegs. Wir haben noch eine Kanzel wieder aufgestellt bei uns auf der Fläche. Und so sieht mein zweiter Schnitt aus. Schon. Ich habe jetzt gerade leider keinen Zollstock in der Tasche, aber anderthalb Wochen nach dem Mähen kann sie sehen lassen. Nicht schlecht. So, Heimfahrt, ich muss verdammt. Schick, schick. Los geht's. Der Deutz ist den Abend noch fertig geworden. Da habe ich nicht mehr viel gefilmt, weil ich dann rein war zum Abendbrotessen. Ja, hat sich so ergeben. Naja, da war, ich weiß nicht, ob ich das gefilmt hatte, da war ein Stecker. Da haben wir einfach die Kontakte mal ein bisschen angeraut und ein bisschen WD-40 reingesprüht. Und jetzt sieht das eigentlich wieder zündungstüchtig aus. Oh, hier sieht ja auch geil aus. Haben wir schon wieder gleich Lust auf Mähen. Die ganzen Berufskollegen sind jetzt unterwegs, aber da hat er auch noch wieder ein bisschen geregnet gehabt und eigentlich alles scheiße, denn wenn es reinregnet. Aber nützt ja nichts. Flacher. Naja, habe ich alles Neues erzählt. Jo. Reifen ist wieder dran, ist fertig. Läuft wieder. Jetzt geht's ab zu dann. Oh, mittlerweile 2 Wochen nach dem Mähen. Und man sieht, schon wieder gut gewachsen. Ne, Cooper? Das ist der Zollstock. Kann sich sehen lassen. Ja, Riesenumschwung jetzt. Ich bin auf dem Acker am Mischstreu. Noch mal eben den letzten Mist vom Mais und dann müssen wir gucken, wo wir das Ganze lagern können. Ich denke mal, zu Christoph kann ich nachher im Herbst im Sommer nach dem Getreide noch mal wieder ein bisschen was fahren. Mal sehen. Aber dann morgen soll eigentlich hier Gülle rauf geflüft werden. Aber ich denke mal, das kommt alles ins nächste Video rein. Und dann Geschichte im Schacht.
kommt hier noch Mais rein und dann war es das erstmal auf dem Acker wieder. Ja, bist mal fertig. Hört schon, laut ist es. Ich bin bei der nächsten Arbeit bei, aber das zeige ich euch alles im nächsten Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne beim nächsten Mal nochmal wieder rein. Und macht die Links unten in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.